Die ÖVP ist auf dem besten Weg dazu, das historisch beste Wahlergebnis nach dem Krieg in der Stadt Salzburg zu erreichen und erstmals mehr Stimmen zu haben als die SPÖ Salzburg. Deshalb eine schwarze Stadt jetzt. Also ist sicher ein Grund zu feiern, weil dieses Ergebnis gab es noch nie und es ist auch wirklich erdrutschartig schnell jetzt nach oben gegangen. Aber was noch nicht klar ist, ist, ob sie auch den Bürgermeister bekommen. Wir könnten jetzt Zahlenspiele veranstalten, zum Beispiel die Neutor-Koalition zusammenzählen. Also wenn man jetzt SPÖ, NEOS und die Grünen zusammenzählt, könnten sie doch dann noch dieses Jubelergebnis der ÖVP verändern und eben Auinger zum Bürgermeister machen. Aber das sind Spekulationen. Wir werden sehen, heute sicher ein Grund zu feiern, erstmals die ÖVP in Salzburg auf Platz 1. Bürgermeister Harald Bräuner hat jetzt schon im ersten Wahldurchgang doch einen deutlichen Vorsprung vor seinem Stichwahlgegner, Vizebürgermeister Auinger. Kann sowas überhaupt noch gedreht werden in 2 Wochen? Es ist sicher sehr, sehr schwer, weil die Parteiwählerinnen und Wähler, die heute nicht zu den Siegern gehören, vielleicht frustriert sind ein wenig und nicht mehr zur Wahl. Es ist eine Frage der Mobilisierung und da muss jetzt SPÖ, die Grünen, aber auch die NEOS, sollte es sich ausgehen, wirklich ordentlich mobilisieren und das sehe ich eher kritisch. Die Wahlbeteiligung ist ja ohnehin eigentlich